Hallo Kinder, herzlich willkommen bei der Kinderkirche Online. Ich bin Victoria und ich bin ganz neu hier mit dabei und ich freue mich, ganz viel Spaß mit euch zu haben. Und ich warte jetzt noch auf Marie. Wann kommt die denn? Marie, huch, warum bist du denn so dick angezogen? Oh, naja, weißt du, es ist doch jetzt Herbst, Victoria. Also da wird es doch immer früher dunkel, deswegen habe ich auch eine Taschenlampe extra mitgenommen, damit ich den Weg hierher finde. Und ja, es ist einfach so kalt morgens, da muss ich mich dick anziehen. Ja, stimmt. Na, dann komm erst mal in Ruhe an. Ja, ich muss mal meine ganzen Schichten ausziehen. Oh, was kommt denn hier alles raus? Herbstblätter und Kastanien. Kinder, habt ihr schon Kastanien gesammelt? Soll ich dir mal was abnehmen? Ja, ich gebe dir mal die Kastanien und meine Jacke. Pack die mal ein. Bitte schön. Danke. Und die nächste Schicht. Was denn hier? Ein Buch. Das habe ich heute Morgen gesucht, Mensch. Und hier drin war es versteckt. Unter meiner Jacke. Oh. Aber sag mal, was steht denn hier hinten rum? Oh, das sieht ja cool aus. Richtig, richtig cooles. Ich zeig dir das mal. Ja, das will ich unbedingt sehen. Kinder, wisst ihr, was das hier ist? Wow. Das ist ein Drache. Wer von euch hat schon mal Drachen steigen lassen? Oh ja, ich auch. Das macht richtig viel Spaß. Oh, wie cool. Na gut, das klappt wohl draußen besser. Dafür braucht man richtig Wind. Aber im Herbst, da ist es ja auch manchmal stürmisch, ne? So, ich habe es immer noch nicht geschafft hier. Aber jetzt, guck mal, man sieht sogar schon mein T-Shirt. Oh, da fällt ja immer mehr raus. Du warst aber fleißig am Sammeln. Ja, ich sammle einfach richtig gern Kastanien. Das mache ich voll gerne im Herbst. So, und hier ist meine letzte Jacke. Danke, dass du es trägst. Ja, gerne. Dann können wir jetzt ja mit den Spielen weitermachen. Ja, jetzt bin ich bereit. Das war ja stark. Jetzt wollen wir spielen, Kinder. Habt ihr Lust? Wir haben auf jeden Fall Lust. Heute geht es um Pantomime. Und zwar, ich verrate euch schon mal was, die Filiale, die hier neben mir steht, die wird euch was vormachen. Und zwar geht es immer um Tiere. Ich bin schon mal gespannt. Und Joshua, der wird raten. Und ihr dürft natürlich mitraten. Für jedes geratene Tier bekommt ihr einen Punkt. Ich bin mal gespannt, wer hier gewinnt. Filiale, das ist Nummer 1. Also, Laure, da haben wir noch mal leicht angefangen. Der lange Arm soll auf jeden Fall ein Rüssel sein. Glaub, also, das ist auf jeden Fall ein Elefant. Die Kinder haben schon gesehen und wissen schon richtig, ein Elefant. Super. Haben wir noch ein zweites Tier? Das kriegen wir, glaube ich, auch noch hin. Das Tier isst auf jeden Fall gerne Bananen. Richtig. Da flüchtet es gerade weg. Vielleicht ist es ein Affe. Korrekt. Spitze. Kinder, ihr habt es auch rausbekommen, ne? Und noch ein Tier. Oh, das hüpft. Ein hüpfendes Tier. Vielleicht ist es ein Frosch. Sehr gut. Joshua macht das super. Und Firja, du machst es richtig klasse. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Guck mal, na? Boah, das ist auf jeden Fall ein sehr langsames Tier. Ja, es guckt immer ein so hoch. Ein Faultier vielleicht? Ich glaube, es ist eine Schildkröte. Richtig. Und jetzt noch ein letztes. Ich gebe schon mal einen Tipp. Es ist ein riesengroßes Tier. Das sieht man sofort. Das ist auf jeden Fall ein Krokodil. Spitze. Super gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Jetzt wollen wir auf den Lobpreis hören. Hey Kinder, heute
Jesus. Jesus. Danke, dass du da bist. Danke, dass du da bist. Du bist der beste Jesus. Du bist der beste Jesus. Wir wollen dich feiern, Jesus. Hey Gott, danke, dass wir dich immer willkommen heißen dürfen. Nicht nur heute, sondern jeden einzelnen Tag. Amen. Amen. Ja, Kinder, Gott tut immer wieder das Beste in unserem Leben und darüber singen wir jetzt. Come on, yeah. Ich glaub, du trägst mich hoch. Ich glaub, du bist perfekt. Ich glaub, wir zwei drehen durch. Ich glaub, dass alles geht. Ich glaub, dass uns nichts trennt. Ich glaub, wenn ich dich seh. Ich glaub, dass du mich kennst. Ich glaub, du hältst mich fest. Ich glaub, du trägst mich hoch. Ich glaub, du bist perfekt. Ich glaub, wir zwei drehen durch. Ich glaub, dass alles geht. Ich glaub, dass uns nichts trennt. Ich glaub, wenn ich dich seh. Ich glaub, dass du mich kennst.
Freude und coole Geschichte. Habt ihr schon das Neueste gehört, Kinder? Nein? Noch nicht? Okay, dann muss ich euch das einmal vorstellen. Dieses Jahr findet nämlich etwas richtig Geniales statt. Es geht um das größte Fußballturnier des Jahres. Es gab noch nie so ein großes und so ein bedeutendes Turnier wie dieses hier. Und das Beste, liebe Kinder, ihr alle, die ihr von der Online-Kinderkirche zuschaut oder sogar vor Ort, ihr dürft alle dabei sein. Ja, ihr habt richtig gehört, ihr dürft dabei sein, jeder ist gefragt. Und das Allerbeste ist, es gibt sogar ein Preisgeld zu gewinnen. Also nicht wirkliches Geld, sondern ein Gewinn. Und wisst ihr, dieser Gewinn hat es total in sich. Ich sag euch mal, was da drin ist, ja. Ihr bekommt, wenn ihr da mitmacht und gewinnt, bekommt ihr einen Monat lang schulfrei. Ja, ihr müsst einen Monat lang nicht zur Schule, aber ich muss natürlich auch aufpassen, dass ihr trotzdem noch gut in der Schule bleibt. Deswegen habe ich für euch was besorgt, einen Roboter, der für euch zur Schule gehen wird. Ja, er wird alles für euch erledigen, gar kein Problem. Der ist so programmiert, dass er bei allen Arbeiten und bei allen Tests auf jeden Fall eine 1+ mit Sternchen schreibt. Kein Problem. Ganz, ganz easy für ihn. Aber als wäre das schon nicht genug, ihr bekommt zusätzlich noch, wenn ihr mitmacht bei diesem Turnier, bekommt ihr eine Rundumverpflegung. Ja, ob morgens, mittags oder abends, eure Eltern, genau eure Eltern, die gerade zugucken, die werden dann euch eine Rundumverpflegung bieten. Ja, das bedeutet, sie bringen, wie ich schon sagte, Essen ans Bett, wenn ihr mal wieder vom Faulenzen diesen einen Monat, wenn euer Nacken mal wieder so verkrampft ist, ja, so wie meiner jetzt gerade so ein bisschen, dann ruft ihr einfach Mama, Papa, dann kommen sie und die massieren euch. Das ist Teil des Gewinns und die müssen sich dran halten, ganz einfach. Und wenn euch mal warm wird unter der Decke, dann kommen sie auch und fächeln euch natürlich auch Wind zu, gar kein Problem, so wie dieser coole Hund hier. Das ist alles entspannt und easy. Aber Kinder, jetzt liegt es an euch. Denn ihr müsst auswählen. Ihr dürft in euer Team, dürft ihr zwischen zwei Personen entscheiden. Ich sagte ja, es geht um ein Fußballturnier und ihr dürft euch entscheiden, wen wollt ihr in eurem Team haben? Wir haben jetzt einen Kandidaten, den ersten Kandidaten stelle ich euch mal ganz kurz vor. Und zwar, das hier ist der Weltbeste. Ich muss ihn gar nicht mehr vorstellen. Ich höre schon, ja, ihr kennt ihn alle. Genau, das ist Lionel Messi. Wer möchte Lionel Messi in seinem Team haben? Okay, vielleicht ein paar. Aber jetzt habe ich natürlich noch einen weiteren Kandidaten. Und dann müsst ihr selber entscheiden für euch, wen ihr haben wollt. Also, wir haben hier einen, er kann auch Fußball spielen und war auch schon im Verein und so. Genau, ihr seht ihn. Ein cooler Typ, habe ich mal gehört. Genau, ihr kennt ihn. Genau, das bin ich. Ihr habt mich erkannt. Oha, nicht schlecht, richtig stark. Und jetzt kommt es drauf an. Ihr müsst entscheiden, wen wollt ihr in eurem Team haben? Ihr wollt ja gewinnen, okay? Ihr wollt gewinnen und das Preisgeld mit nach Hause nehmen, okay? Wen wollt ihr haben? Das ist jetzt eure Chance. Ihr könnt an dieser Stelle kurz das Video pausieren. Überlegt ganz kurz in euren Gruppen. Eine Minute habt ihr dafür Zeit und dann sprechen wir gleich weiter. Okay, die Zeit ist jetzt abgelaufen. Für wen habt ihr euch entschieden? Für wen? Ich höre das gar nicht richtig. Ah, okay. Also ich glaube, die meisten von euch haben sich für Messi entschieden. Warum? Weil Messi einfach der weltbeste Fußballer ist. Er ist auf seinem Gebiet, er kennt sich aus. Er wird euch bestimmt zum Sieg führen. Okay, ein paar, ich sehe schon, ein paar haben mich auch gewählt. Bestimmt nur, weil ihr nett zu mir sein wollt. Aber es vielleicht gar nicht richtig ehrlich meint. Aber danke dafür schon mal. Wir sprechen über ein Thema, ein ähnliches Thema, worüber ich gerade geredet habe. Ja, zunächst einmal muss ich euch enttäuschen. Dieses Fußballturnier, wovon ich am Anfang geredet habe, dieses wird nicht stattfinden, leider. Nein, das wird nicht stattfinden.
Das war jetzt nur so eine Vorstellung, damit ihr euch das mal ein bisschen so vor Augen habt, worum es heute in der Geschichte gehen soll. So eine ähnliche Geschichte erleben wir in der Bibel, wo eine Entscheidung getroffen werden musste zwischen zwei Personen. Und es ging nicht um irgendein Fußballturnier, es ging um einen bedeutenden, einen wichtigen, einen richtungsweisenden Kampf für ein ganzes Volk. Es ging um die Rettung des Volkes Israel. Der eine, so wie ich, unerfahren und äußerlich betrachtet nicht gut genug. Der andere, bekannt, einigermaßen groß und ein echter Profi auf seinem Gebiet. Also für den hätte man sich eigentlich entscheiden müssen, wie beispielsweise den Messi. Letzte Woche haben wir von König Saul gehört. Ja, und darüber, wie das Leben so als König, wie er das Leben so als König meisterte. Ja, Saul ist als König, wurde er verstoßen und nun brauchte das Volk Israel einen neuen König. Und trotz der Befreiung der Israeliten damals aus Ägypten erlebte Israel immer wieder neue Anfeindungen. So wuchs auch das Volk der Philister zum größten Gegner Israels. Ein Kampf also der Giganten. Auf der einen Seite war das starke Team und auf der anderen Seite war das Team der Israeliten. Und die Israeliten hatten noch einen Joker. Einen Wunsch hatten sie noch frei, denn sie durften sich eine weitere Person aussuchen. Aber wen schickt man denn da ins Rennen? Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal gemeinsam die Geschichte an. Alle Menschen wichtig, sogar ein kleiner Hirtenjunge namens David. Eines schönen Morgens sprach Gott zu seinem Propheten Samuel: Geh nach Bethlehem und such einen Mann namens Isai, der dort lebt. Ich habe einen seiner Söhne zum nächsten König auserwählt. Füll dein Gefäß mit Olivenöl und geh, sagte Gott. Samuel tat alles, was Gott ihm aufgetragen hatte. Er sollte nach Bethlehem gehen, dort den auserwählten Sohn von Isai finden und etwas Öl über seinen Kopf gießen. Das sollte das Zeichen sein, dass dieser Mann derjenige war, den Gott erwählt hatte. Als Samuel in Bethlehem ankam, fand er Isai schnell. Dann bereitete er ein Opfer für den Herrn vor. Er lud die Stadtältesten ein, an dieser Opferfeier teilzunehmen. Isai und seine Söhne lud er ebenfalls ein. Isai nahm 7 seiner Söhne mit sich. Samuel betrachtete die Jungen und lächelte. Der Älteste von ihnen, Eliab, war besonders groß und sah gut aus. Das ist sicherlich der Mann, den der Herr auserwählt hat, dachte Samuel. Aber Gott sprach zu Samuel: Schau nicht darauf, wie schön oder groß der Mann ist. Ich habe ihn nicht zum König erwählt. Dann sagte Gott zu Samuel etwas sehr Wichtiges. Der Herr sieht nicht, wie die Menschen sehen. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Dann stellte ihm Isai einen weiteren Sohn vor. Samuel betrachtete ihn. Oh, der Herr hat diesen Mann auch nicht auserwählt. Isai brachte einen dritten Sohn zu Samuel. Samuel schaute ihn an und schüttelte den Kopf. Jeder einzelne von Isais 7 Söhnen wurde Samuel vorgestellt. Nun war Samuel ziemlich verwirrt. Der Herr hat keinen von ihnen auserwählt, sagte er. Dann wandte er sich an Isai und fragte: Sind das alle Söhne, die du hast? Nun, antwortete Isai, ich habe noch einen Jungen. David, mein Jüngster. Er ist draußen auf dem Feld und hütet die Schafe. In jener Zeit galten Hirtenjungen als nichts Besonderes. Lass ihn holen, bat Samuel. Wir werden uns nicht zum Essen niedersetzen, bis er hier ist. David kam bald. Er liebte den Herrn und der Herr liebte ihn, obwohl er noch ein kleiner Junge war, ein einfacher Hirtenjunge. Der Herr sagte zu Samuel: Das ist er. Salbe ihn. Er ist derjenige, der König werden wird. So nahm Samuel sein Gefäß und goss das Öl über Davids Kopf. Und der Geist des Herrn segnete David und gab ihm die Kraft, die wichtigen Dinge zu tun, die Gott mit ihm vorhatte.
David wurde auserwählt. Doch irgendwie hatte Samuel anfangs andere Vorstellungen, wie ein König hätte aussehen müssen. Und ganz bestimmt nicht so, wie David aussah. Er hatte eine komplett andere Vorstellung, wie ein solcher König auszusehen hatte. Ja, Samuel hätte David es gar nicht zugetraut. Aber Gott sah viel mehr in David als jeder andere. Während Samuel nur das Äußere betrachtete, ja, der muss stark sein, der muss Muskeln haben, der muss groß sein, er muss schön sein. So schaut Gott auf das Innere in uns. Gott schaut auf unser Herz. Gott schaut auf das Herz von David. Gott schaut auch auf das Herz, auf dein Herz. Und genauso hat Gott auch dich auserwählt. Und er hat einen richtig guten Plan für dein Leben. Gott redet auch heute noch zu uns. Gott hat nicht nur damals, vor vielen, vielen Jahren gesprochen, sondern Gott redet ganz persönlich zu jedem Einzelnen von uns. Und wir dürfen auf seine Stimme hören. Gott möchte uns durch sein Reden immer wieder den richtigen Weg zeigen. Und wisst ihr, Gottes Reden spüre ich selber manchmal im Herzen. So, vielleicht kennst du das, beispielsweise, du bist in der Schule und da ist dieser eine Junge aus deiner Klasse oder sogar aus deiner Parallelklasse und du weißt, ey, mit denen möchtest du irgendwie nicht spielen. Vielleicht nur, weil er für dich von außen gesehen, mit deinen Augen wahrgenommen, irgendwie langweilig aussieht. Obwohl du ihn gar nicht kennst oder kennengelernt hast, urteilst du über ihn, ja? In so einem Moment spricht man sogar auch von Vorurteil, ja? Also bevor du eine Person überhaupt kennengelernt hast, sprichst du etwas über sein Leben aus. So wie wir das bei David erlebt haben, ja? Samuel dachte sich, ach komm, der ist doch kein König, der ist viel zu klein, der hat keine Chance, obwohl er ihn noch nicht einmal kennengelernt hatte. Und alle anderen dachten auch, David, der ist so klein, der kann doch niemals König werden von so einem großen Volk, der schon so lange leidet. Aber falsch gedacht. David wurde König und es änderte seine Leitung, ja, änderte das Leben von so vielen Menschen zum Besseren. Gott schaut nicht auf unser Äußerstes, sondern Gott schaut auf unser Innerstes. Denn ihm ist unser Herz total wichtig, was wir denken, was wir fühlen. Und wir haben gerade gehört, dass Gott mit uns redet. Ja, Gott redet ganz persönlich mit dir und mit mir, den ganzen Tag über, ob in der Schule, zu Hause, im Sportverein, jeden Tag möchte Gott zu dir reden. Gott will dir etwas sagen. Aber es ist unsere Entscheidung, ob wir sagen, wir hören Gott zu oder nicht. Es liegt an uns. Gott spricht, aber wir entscheiden uns, ihm zuzuhören und es anzunehmen, in unserem Herzen, in unseren Gedanken, überall. Und du kannst auch Gott im Herzen spüren, vielleicht so in schwierigen Situationen, wie ich das vorhin erzählt habe, wo vielleicht jemand anderen, vielleicht dein Klassenkamerad oder deine Geschwister, wo vielleicht sie etwas erleben, was nicht so gut ist. Ja, irgendwas Böses wird ihnen angetan. In der Schule, von fremden Leuten, wo auch immer. Und du spürst diese Traurigkeit in deinem Herzen. Und du denkst darüber nach, ey, soll ich zum Klassenlehrer gehen und das sagen oder nicht? Hey, in diesem Moment, da spricht Gott auch zu dir in deinem Herzen. Ja, und Gott bewegt dich zu etwas, was gut ist. Und ich würde es total cool finden, wenn wir jetzt gemeinsam beten können. Ja, wir beten dafür, dass Gott uns dabei hilft, andere Menschen mit seinen Augen zu sehen. Und nicht direkt so Vorurteile zu ziehen. Und sagen, ach, der ist doch so oder der ist so oder so, sondern hey, wir entscheiden uns, die Person kennenzulernen und mit ihm ja, auf dem Weg zu sein. Und wenn du das möchtest, dann lass uns gerne gemeinsam beten. Und du kannst dafür gerne deine Augen schließen oder in deiner Gruppe, wo du gerade bist, ihr könnt auf Pause drücken und gemeinsam beten. Oder wenn du zu Hause bist, alleine, vielleicht gerade mit deinen Eltern oder mit deinen Geschwistern, dann können wir auch gemeinsam beten. Ich würde es richtig cool finden. Und ich bete einfach vor und du kannst in deinem Herzen dieses Gebet mitbeten. Gott, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen
erschaffen hast. Danke, dass du nicht nur vor tausenden von Jahren zu den Leuten gesprochen hast, sondern du sprichst auch heute noch zu uns. Und wir wollen dich spüren in unserem Herzen, in unseren Gedanken, egal wo wir sind, ob in der Schule, im Alltag, im Sportverein, wo auch immer. Gott, du begleitest uns und du bist bei uns. Und ich bitte jetzt für jeden Einzelnen, auch für mich, dass ich immer wieder daran denke und hilf mir dabei, andere Kinder, andere Menschen so zu sehen, wie du sie siehst, wie schön gemacht sie sind, wie gut sie sind, wie talentiert sie sind. Danke, dass du bei uns bist und danke, dass du uns dabei hilfst. Amen. Hey, so cool, dass du dieses Gebet mitgesprochen hast. Ich glaube, Gebet hat auf jeden Fall Kraft und wir beten nicht nur sonntags in der Kirche, sondern du kannst auch zu Hause jeden einzelnen Tag beten, kurz bevor du zur Schule gehst oder in der Schule, wann auch immer. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin, mach's gut. Ciao.